Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Community Nursing Videoclip-Reihe. Das Community Nursing Netzwerk Burgenland erstellt diese Videos in Kooperation mit der Fachhochschule Burgenland. Mein Name ist Karina Merz. Ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson, habe Gesundheits- und Pflegewissenschaft studiert und bin Mentaltrainerin. Im Projekt Community Nursing arbeite ich als Community Nurse für die Gemeinden Oberschützen und Bad Atzmannsdorf. Ebenso bin ich Mitglied im Netzwerk Community Nursing Burgenland. Mein Name ist Sandra Schuch, ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson und im Projekt Community Nursing arbeite ich als Community Nurse für die Gemeinden Oberschützen und Bad Atzmannsdorf. Ebenso bin ich Mitglied im Netzwerk Community Nursing Burgenland. Das Community Nursing Netzwerk Burgenland besteht aus 6 Pilotregionen. Oberschützen und Bad Atzmannsdorf ist eine davon. Der Titel unseres Projektes lautet Gut versorgt in Oberschützen und Bad Atzmannsdorf durch Community Nursing und einem digitalen Gesundheits- und Pflegekompass. In den 6 burgenländischen Pilotregionen arbeiten insgesamt 9 Community Nurses. Ein Ausschnitt aus den Aufgaben und Tätigkeiten der Community Nurse wird in dieser Videoclip-Reihe vorgestellt. Die Gesundheits- und Krankenpflege orientiert sich an den menschlichen Bedürfnissen sowie an den Aktivitäten des täglichen Lebens. Wie in den vorigen Videos bereits angesprochen, liegen die Schwerpunkte der Community Nurses in der Gesundheitsförderung und Prävention. Unsere Aufgabe ist es, durch Information, Schulung und Beratung Gesundheitsbewusstsein, Lebensqualität und Wohlbefinden der Bürger und Bürgerinnen zu verbessern. Heute stellen wir Ihnen die Lebensaktivität für Sicherheit sorgen bzw. für eine sichere Umgebung sorgen können vor. Das Sicherheitsbedürfnis eines Menschen umfasst folgende Aspekte: Schutz vor Gefahr, Geborgenheit, Vorsorge, Unabhängigkeit. Das Sicherheitsbedürfnis steht an der 2. Stelle der Rangordnung der Grundbedürfnisse. Nur physiologische Bedürfnisse, wie zum Beispiel Hunger, stehen über dem Bedürfnis nach Sicherheit. Dieses ist außerdem mit allen Lebensbereichen eines Menschen verknüpft. Es gibt eine Vielzahl an Gefahren, welche die Sicherheit eines Menschen beeinträchtigen können. In Bezug auf unsere Tätigkeiten als Community Nurse möchten wir Ihnen in diesem Video 2 dieser Gefahren näherbringen und aufzeigen, welche Prophylaxen und Maßnahmen es dagegen gibt. Zum einen die Sturz- und Verletzungsgefahr und die Verwahrlosungsgefahr. Vorweg ist es notwendig zu wissen, was man unter Sturz- bzw. Verletzungsgefahr versteht. Sturzgefahr ist die eingeschränkte Fähigkeit, sich koordiniert zu bewegen und infolge das Gleichgewicht zu verlieren und zu fallen. Die Verletzungsgefahr ist die eingeschränkte Fähigkeit, sich angemessen gegen Gewalteinwirkung auf den eigenen Körper zu schützen. Mögliche Risikofaktoren sind eingeschränkte Beweglichkeit, Seh- und Hörstörungen, Sensibilitätsstörungen vor allem in Armen und Beinen, Orientierungsstörungen und Verwirrtheit, verlangsamte Reaktionsfähigkeit, Schwindel- oder Gleichgewichtsstörungen, Nebenwirkung von Medikamenten, Flüssigkeitsmangel, die Verwendung von ungeeigneten Hilfsmitteln bzw. die falsche Verwendung von Hilfsmitteln und Stolperfallen, wie zum Beispiel Teppiche, Türschwellen oder ungeeignetes Schuhwerk. Mögliche Folgen nach Stürzen sind Einschränkungen des Lebens, Knochenbrüche, Schädel-Hirntraumen, Immobilität, teilweise für eine lange Zeit, manchmal sogar für den Rest des Lebens, zunehmende Unsicherheit, die Angst, wieder zu stürzen, und schwere Komplikationen bis hin zum Tod. Stürze und Verletzungen passieren häufig im häuslichen Umfeld.
Sturzprävention heißt Sturzprophylaxe. Das sind alle Maßnahmen, die Stürze vermeiden sollen. Aufgaben der Community Nurses ist es, Risikofaktoren im Wohnumfeld zu analysieren und in Absprache mit den Klientinnen zu reduzieren. Dies beinhaltet Stolperfallen zu beseitigen, rutschfeste Matten in Dusche oder Badewanne anzubringen, Toilettensitzerhöhungen anbringen, Haltepunkte schaffen, wie Haltegriffe montieren, für ausreichende Beleuchtung sorgen, Schrankinhalte in gut erreichbarer Höhe einräumen, für ausreichende Flüssigkeitszufuhr sorgen, um so Austrocknung vorzubeugen. Mögliche Hilfsmittel, die das Sturzrisiko minimieren können, sind Gehhilfen, Rollstühle, höhenverstellbare Pflegebetten, Hilfen zum Aufrichten im Bett, Toilettensitzerhöhungen, Transferhilfen wie zum Beispiel den Lifter für Badewannen, Brillen, Hörgeräte und feste, rutschsichere Schuhe, eventuell Einrichtung einer Rufhilfe für alleine lebende Personen. Die Rufhilfe ist zwar nicht direkt Sturzprävention, jedoch ein wichtiges Hilfsmittel für die Unterstützung bei einer Notlage im eigenen Zuhause. Trotz aller Maßnahmen lassen sich Stürze und Verletzungen nicht immer vermeiden. Was versteht man unter Verwahrlosungsgefahr? Es ist ein antisoziales Verhalten mit Vernachlässigung und Selbstgefährdung der eigenen Person. Ursachen dafür sind Vereinsamung bzw. soziale Isolation, psychische Erkrankungen wie zum Beispiel schwere Depressionen, einschneidende Erlebnisse, Suchterkrankungen, kognitive Beeinträchtigung, Selbstversorgungsdefizite. Das heißt, Personen können ihren Bedürfnissen aufgrund von geistigen oder körperlichen Einschränkungen nicht mehr nachkommen. Sie können sich und ihre Umgebung nicht ausreichend versorgen. Folgen von Verwahrlosung sind keine ausreichende Körperpflege, zum Beispiel Schweißgeruch oder schmutzige Haut und Haare, schmutzige, teilweise kaputte Kleidung, Hautprobleme bis hin zu chronischen Wunden, Mangel bzw. Fehlernährung und Dehydrierung, schmutzige Wohnung bis hin zur Vermüllung, Krankheiten und Parasiten, Arzttermine oder andere Termine werden nicht mehr wahrgenommen. Um allfällige Dinge kann sich nicht mehr gekümmert werden, zum Beispiel bleiben Rechnungen unbezahlt, Hilfe wird generell abgelehnt, eventuell das Sammeln von nutzlosen Gegenständen. Auf jeden Fall kommt es zu einem Verlust des Selbstwertes dieser Person. Aufgaben der Community Nurses ist es, es gibt kein wissenschaftliches anerkanntes Assessment-Instrument, um die Verwahrlosungsgefahr objektiv erfassen zu können. Daher ist eine subjektive Einschätzung der Community Nurse über den Grad der Verwahrlosungsgefahr bzw. der Verwahrlosung notwendig. Weiters ist Empathie gefragt, Verständnis vermitteln, wichtig, eine Vertrauensbasis und Beziehung zu diesen Klientinnen aufzubauen, rechtzeitiges Eingreifen, genaue Beobachtung, bei Ablehnung mehrere Versuche zu unternehmen, Vernetzung mit anderen Institutionen, zum Beispiel Sozialarbeiterinnen, Ärztinnen, psychologische Unterstützung, hilfestellende Maßnahmen, einen Plan erstellen, welche Maßnahmen notwendig sind, damit es nicht zur Verwahrlosung kommt, beziehungsweise wie der Weg aus einer schon vorhandenen Verwahrlosung aussehen kann und diese Maßnahmen dann mit den Klientinnen durchführen. Und wichtig ist es, die soziale Teilhabe zu fördern. Es ist ein schmaler Grat zwischen Selbstvernachlässigung bzw. Verwahrlosung und dem Recht auf Autonomie und Privatsphäre der Klientinnen. Die Wünsche der Klientinnen sind immer zu respektieren. Wenn jemand keine Hilfe annehmen will, kann er oder sie nicht dazu gezwungen werden. Wenn Sie Genaueres über unsere Tätigkeiten als Community Nurses wissen möchten, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Sie erhalten unsere Kontaktdaten in den Gemeinden der Pilotregionen sowie auf deren Homepages oder telefonisch. Bleiben Sie gespannt! In unserem nächsten Video wird ein weiterer Einblick in die Aufgaben als Community Nurse in Bezug auf eine andere Lebensaktivität vorgestellt. Bleiben Sie informiert, Ihre Community Nurses aus dem Burgenland.